Einen wunderschön, da bin ich mal wieder, euer Odin. Boah, ist das denn jetzt? Ich mache mal noch ein bisschen nebenbei Musik an. So. Und nicht, dass es hier mittendrin wird. So. Mal sieben. Und ich habe mir gedacht, boah, ist das eine Hitze, ey. Leck mich am Arsch, ey. Erstmal meine Sonnenbrille auf. Ich habe mir eine neue Sonnenbrille geholt. Seht ihr das? Ich habe mir gedacht, weil ich ja die letzte Zeit dann nicht dazu gekommen bin, Videos machen, habe ich euch angekündigt, Odin regt sich aufzumachen. Und da bin ich jetzt gerade mal so ein paar Minuten Luft, habe ich jetzt, und ich wollte es erst heute Abend machen, weil ich gestern Abend nicht dazu gekommen bin. Und ich hoffe, ihr hört mich noch vernünftig. Und da habe ich gedacht, Mensch, machst du zwei coole Sachen, was euch gefällt, in eben. Machst du in Odin, regt sich auf und ein Auto verflockt alles in ihn. Also ich fahre Auto und reg mich dabei auf. So, habe ich mir gedacht. Und außerdem spart es mir enorm Zeit, wenn ich das dann einfach vom Handy aus hochladen kann und fertig ist. Und dann kann ich nämlich nachher noch die anderen Videos bearbeiten. Weil, wie gesagt, durch dieses verfickte Windows 10 bin ich ja zu nichts gekommen. So ein Rotzprogramm. Ich habe echt gedacht, Microsoft hat echt dazugelernt mit diesem verfuckten Windows 8, Windows 8.1, was der größte Rotz auf unserer Erde ist an Betriebssystem. Ey, das ist so ein Rotzbetriebssystem. Absolut fucking unfassbar. Da habe ich gedacht, die bringen jetzt ein verficktes Betriebssystem auf den Markt, was verfickt normal hält und mir nicht meinen scheiß Laptop zerstört. Nein, Microsoft nicht. Nein, nein, nein. Microsoft geht wieder den Weg, den sie immer gegangen sind, bringen wir raus und lassen uns die Beta-Tester sein. Ja, so nach dem Motto, passt schon. Ja, dann ist bei diesem verfickten Windows 10, gibt es nicht mal einen Update-Blocker. Gibt's nicht. Nein, man muss jedes Update fahren. Man kann nicht sagen, Update ausblenden oder das Update will ich nicht. Nein, das lässt Microsoft nicht mehr zu. Das will Microsoft nicht. Ja. Endresultat davon ist, ich mache mir Windows 10 auf meinen verfickten Laptop. Das scheiß Windows 10 geht an beim ersten Versuch. Dann auf immer, ja, ich stell mal wieder auf Windows 7 zurück. War es nicht so pralle. Ich Sicherheitspartition gelöscht, das gemacht, jenes gemacht. Ging wieder nicht. Ich nochmal. Über so eine Exe-Datei. Dann ging's. Dann ging die Scheiße ruf. Zerstört mir meinen halben Laptop, weil das erste. Microsoft macht ja keine normalen Updates. Nein. Warum soll Microsoft auch normale Updates machen? Nein, Microsoft macht gleich so eine Updates. Wenn du dieses verfickte Windows 10 drauf hast, gleich mit den ersten vier Updates, die kommen, zerstörst du erstmal das komplette Windows 10. Ja? Dann hatte ich einen beleuchteten Bildschirm. Also der war unten so ein bisschen beleuchtet, aber schwarz. Ton habe ich gemacht, habe extra diese Spracherkennung angeschalten. Wenn ich diese verfickte Microsoft-Taste gedrückt habe, Windows-Taste, Windows-Taste. Hast du irgendeinen Buchstaben gedrückt? B, G, B, G. Das ist so ein verficktes Betriebssystem. Ja, und das weiß ich ja von einigen von euch, weiß ich ja auch noch, der neue Browser, der hat im ersten Augenblick natürlich einen geilen Eindruck gemacht bei mir. Natürlich. Ihr konntet ja nur 10, 20 Minuten testen, fünfmal am Stück oder so, habe ich es versucht. Da ist Uffi hier. Jetzt bin ich wieder bei Windows 7. Ja, jetzt seit dem Neumachen läuft alles gut, aber jetzt kann ich mir bei Windows 7 nicht mehr speichern. Ist eine lange Geschichte. Also wenn ich eine Textdatei habe, wird es mir nicht mehr unten. Ist egal. Ah, so ein verfickter Scheiße. Da störe ich mir das halbe Betriebssystem nur so wegen so einem Fuck Windows 10. Also Microsoft, das war auch das letzte Mal, dass ich hier irgendwie hat. Die haben, Microsoft ist ja auch clever, wa? Muss man ja auch zugeben, wa? Windows Vista haben sie alle zerrissen, also Windows XP, toll, Windows Vista haben sie alle zerrissen, ich fand's gut, fand sie scheiße. Ja, dann kam Windows 7, war toll, dann kam Windows 8, war scheiße. Jetzt haben sie gesagt, machen wir Windows 9, machen wir nicht, weil das wird sowieso scheiße, machen wir gleich Windows 10, das wird toll. Nee, Windows 10 ist genauso, Rotze. Ein Müllprogramm, ey. Dann kannst du nicht mal in diesem komischen Browser, kannst du noch keine Apps installieren, in dem neuen, was sie da geschaffen haben. Gibt's nicht. Dann, der Größte, ja, ich habe da gesagt, Firefox soll er als Standardbrowser starten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Standard ist, aber ob das bei jedem von euch zum Beispiel hoch ist. Immer wenn ich dann mein Mozilla gestartet habe, hat er gesagt, willst du Mozilla als Standardbrowser?
wo ich 20.000 Mal gesagt habe, ja, will ich. So ein, was bauen die denn hier schon? Ja, nee, jetzt machen sie hier schon. Ist doch nicht. Bauen die hier schon wieder was hin? Ey, leck mich am Arsch, ey. Das ist die nächste Ecke in meiner Stadt, die sie dicht bauen. Ja, dann kommst du nirgends mehr durch, bist du abgeriegelt, bist du hermetisch abgeriegelt, kannst du nicht mehr einkaufen, kannst du nichts mehr. Wirst du aus der Luft bedient, von der, versorgt, von der Bundeswehr, weil sie alle Straßen aufruppen, die Penner, ey. So was Bescheuertes. Ja, dann konnte ich natürlich nicht, ja, konnte ich nichts machen. Donnerstag, Windows 10 kam, ich hab's gemacht. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntagabend ist mein Laptop erst wieder halbwegs gelaufen. Sonntagabend ist er halbwegs wieder gelaufen. Das sind 4 Tage, die ich verschwendet habe, wegen diesem verfuckten Windows 10. Dann sind mir ein paar Videos dadurch zerstört, weil, Lisa, du kannst ja einfach nur updaten. Das klappt natürlich nicht, die verfickte Scheiße. Nee, also das war das letzte Microsoft-Programm, was ich mir geholt habe, definitiv. Ich habe so die Schnauze voll. Die bringen eine Scheiße raus, was den Laptop zerstört, was nicht ausgereift ist, wo wir die Beta-Tester sind. Ey, ihr habt lange genug eine Beta-Phase. Ja, anstatt man da dann sagt, das läuft noch nicht so ganz gut, warten wir mal noch ein halbes Jahr. Nee, bringen sie natürlich was halbfertig auf den Markt. Warum soll man auch warten? Ja, klar, wir können ihn ja uns gratis Windows 10 vorregistrieren und Windows 10 haben. Ist toll, können wir haben. Ist alle kein Problem, wa? Wenn es so vernünftig funktionieren würde, was soll ich mit einem halbfertigen verfickten Programm? Da könnt ihr euch nicht hier an der Backe titten, ihr Focken. Oh! Krieg einen Hals bei. Einen Hals. Die Thumbnails, die ich gemacht habe, weg. Die Videos, die ich gemacht habe, weg. Ich, Trottel, habe die natürlich von der SD-Karte hochgelöscht. Also konnte ich die, naja, hätte ich sie mal drauf gelassen. Aber egal. Oder auf der externen Platte sichert. Oh, steh hier noch rum, du Idiot. Wird noch Park auf der Straße. Penner. Ja, und so einen Scheiß setzen sie uns vor. Und wir sollen schlucken. Ja. Und dabei seid ihr von Microsoft, ihr seid ihr, warum gebt ihr denn gratis raus? Ui, wer bist du denn? Ich bin Single, ich darf. Ihr seid auch selber schuld. Ihr bringt ein verficktes Windows 8 raus, was für Tablets und wie weiß ich was ausgelegt ist, wo man mit diesen verfickten Kacheln, was auf dem Desktop-PC, was euer Hauptgeschäft ist, überhaupt nicht vernünftig läuft und überhaupt nicht dafür geeignet ist, ja, ist eure eigene Schuld, wenn ihr nicht so klar denken könnt, dann schafft ihr den Windows-Balken ab, den Windows-Ball, der mal ein Schriftzug war. Den gibt es seit 98, weiß ich wie viele Jahre, könnt ihr nachrechnen, oder 95, ich hab's den glaube ich auch schon. Könnt ihr ja nochmal nachrechnen. 25 Jahre oder sowas? 20 Jahre? Weiß ich nicht. Ja, da haben sich die Kunden dran gewöhnt. Und auf einmal schafft ihr die Scheiße ab. Ja, braucht man ja nicht. Verfickt. Fickt euch ins Knie. Klar brauchen wir den. Ich brauche meinen Windows-Ball. Oh, jetzt krauch hier nicht lang, ey. Los, mach inne. Krieg hier noch einen Hals heute. Krieg hier einen richtigen Hals, ey. Krieg hier einen richtigen Raster. Ich brauche meinen Windows-Ball. Ich will auf meine Taste drücken und ich will nicht so ein schwule Touchpad machen. Ich will meine Maus. Geht viel schneller und nicht in diesen fetten Kacheln. Ich will meinen Desktop selber gestalten, wie ich den haben will. Und nicht von Desktop auf Kachelscheiße und sich zurück und Mülldreck alles. Nur verschlimmbessern. Anstatt da mal was Vernünftiges auf die Abonnenten, auf die User. Einfach mal auf die User hören. Einfach mal auf die User hören. Hört auf die User, was die wollen, dann passt das. Aber nein, ihr müsst euer Ding durchziehen. Ja? Wo ihr selber jetzt von Microsoft kaum noch, eigentlich gar nicht mehr mit Windows 8 zu tun haben wollt. Deswegen begibt ihr ja Windows 10 gratis raus. In der Hoffnung, dass die Pleite mit Windows 8 vergessen ist. Was das natürlich nicht ist, weil ihr jetzt genau so eine Pleite wieder produziert. Also bei Microsoft ist echt da ist der Drops gelutscht, würde ich jetzt sagen. Also für mich ist er definitiv gelutscht. Ich habe da so die Schnauze voll. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Null Bock. Null, null, null Bock. Ich bleib bei Microsoft jetzt so lange, wie mein Laptop noch hält, bleibe ich bei Microsoft und danach muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also die Scheiße mache ich ehrlich gesagt nicht mehr mit euch. Also
Ich brauche ein Betriebssystem, was läuft, was zuverlässig ist, was auch nächstes Jahr läuft, was auch mit Updates, auch wenn Updates kommen, vernünftig läuft und laufen bleibt und mir nicht mein halbes Betriebssystem zerstört, nur weil ich ein Update mache oder weil was Neueres rauskommt. Ich weiß es nicht. Mit den virtuellen Desktops ist ja gut und schön. Bei Linux gibt es jetzt schon weiß ich wie viele Jahre. Ja, Microsoft ist da halt ein bisschen hinter Mond, finde ich. Also ich habe da langsam echt keinen Nerv und keinen Bock mehr drauf. Das kotzt mich einfach nur noch an. Ich bleibe bei meinem Windows 7. Mit Windows 10 könnt ihr mich mal kreuzweise, ihr fucking Idioten, könnt ihr euch an eine Titte klatschen, euer bescheiß Betriebssystem. Kann ich echt verzichten drauf. Ja, was soll ich mit einem halbfertigen Betriebssystem? Da könnt ihr mal in 2 Jahren nachfragen, wenn das neue Betriebssystem kommt, dann ist das halbwegs ausgereift. Vorher mache ich da nichts. Mal wenn mein Laptop überhaupt noch so lange hält und dann steige ich auf Mac oder so um. Damit kann man wenigstens vernünftig arbeiten und nicht mit... Nee, ist mir zu hoch. Ich reg mich da auch wieder zu sehr auf, denke ich mal, keine Ahnung. Aber ich weiß es ja von euch, ganz viele von euch haben auch Probleme mit diesem scheiß Windows 10. Ich bin ja nicht der Einzige. Ich bin ja nicht der Einzige, der ein halbfertiges Betriebssystem in die Sätze kriegt, den halb den Laptop zerstört oder PC zerstört, nur weil er dieses fucking Windows 10 raufklatscht. Und dann bringt Microsoft noch Updates raus, wartet da. Nein, mein Windows 10 ist super gelaufen. Dann kam das Sicherheitsupdate und das kumulative Update für Windows 10. Pff, Windows 10 Schrott. Da schrottet Microsoft ihr eigenes Betriebssystem. Ey Leute, checkt ihr das noch? Ich verstehe es nicht. Es ist mir zu hoch. Ich verstehe es nicht. Ich krieg mich wieder. Ich muss jetzt aber hier. Ich will jetzt erstmal noch zu Netto rin. Boah, ist das eine Hitze. Leck mir am Arsch hier, ey. Gehst ja hier krachen, ey. Wie viel haben wir jetzt hier? Ich habe jetzt 36,5 Grad draußen. Ja, könnt ihr ja euch ausrechnen, was hier im Auto sind. So. Ich verabschiede mich mit euch, Leute. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Einen Daumen runter. Schreibt unten runter Windows 10 und schreibt negativ, wenn ihr das auch negativ findet. Das würde mich interessieren. Ob ihr auch so Probleme habt, schreibt alle drunter. Ob ihr euer Windows auch zerstört habt und alle drum. Einfach unten in die Videobeschreibung machen und dann passt das schon. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.